Die neue Futsal-Westfalen-Liga startete am 11. Oktober 2014 mit der überragenden Zahl von 19 Teilnehmern. Diese sind aufgeteilt in zwei Staffeln. Die Staffel Ost spielte in Bragwede. Die Staffel West traf sich in Unna, wo MNK Zagreb Dortmund direkt mal zeigte, dass Kroaten Futsal zelebrieren können. Die Auftaktpartie begann zäh aus Sicht der Gastgeber. Der Club de Futsal Deportivo Unna 2010 nutzte die Halbzeitpause, um sich zu sammeln. Also nervös waren wir jetzt nicht unbedingt, aber man kennt den Gegner nicht. Wir hatten nicht die Möglichkeit, irgendwie ein Freundschaftsspiel mal zu machen, sondern wir hatten nur die Trainingseindrücke halt. Und daher mussten wir uns in der ersten Halbzeit ein bisschen finden, aber ich denke, ist auch in Ordnung. Danach lief es ja dann auch besser in der zweiten Halbzeit. Allerdings, Deportivo Unna wurde in den zweiten 20 Minuten nach einem 2:2 zur Pause der Favoritenrolle gerecht. Schließlich spielten die Schwarz-Weißen schon einmal nach dem Aufstieg 2011 ein Jahr Regionalliga. Nach dem direkten Abstieg 2012 war aber erstmal Schicht mit Futsal in Unna, bis die beiden Spielertrainer die schöpferische Pause nutzten, um wieder anzugreifen. Simon Naujoks, der hier mit dem Ball tanzt, und Tim Richter ergänzen sich nicht nur auf dem Futsalfeld. Den Antrieb fanden sie dank erfolgreicher Nachbarn wieder. Bezeichnenderweise fällt hier ein Tor dank Pfosten. Als wir Anfang des Jahres dann unsere Kollegen von Holzpfosten Schwerte im Finale gesehen haben in Iserlohn gegen Stuttgart, ja, ist bei uns allen im Prinzip der Wunsch wieder entfacht, dass wir auch wieder Futsal spielen wollen. Und da haben wir uns überlegt, wie können wir das machen. Und da haben wir uns dann halt einen etwas größeren Kreisverein gesucht, hier Unna, damit wir die Möglichkeit haben, auch mal Heimspiele auszutragen, dass wir mal trainieren können. Und ja, so ist das dann letztendlich auch dann zustande gekommen. Und deswegen muss man auch den Verantwortlichen von Rot-Weiß Unna da ein großes Lob und ein Dankeschön aussprechen. Das sieht auch der Verband so, der eine Futsal-AG gründete, Meinungen von Spielern einholte, um an der Basis neu durchzustarten. Die Folge, die neue zweigeteilte Westfalenliga. Zugegebenermaßen stimmte bei uns die Basis noch nicht. Und das ist für Westfalen einfach nicht akzeptabel. Und wir haben in diesem Jahr so viel in den sozialen Netzwerken getan. Und das hat auch richtig Erfolg gebracht. Da haben 19 Vereine und da sind wir ganz glücklich und hoffen, dass wir auch organisatorisch einen Schritt nach vorne machen, einen Riesenschritt nach vorne machen und auch in der Qualität natürlich. Ich glaube, im ersten Spiel hat man das schon richtig gesehen. Da sind gute Fußballer dabei, da kann man am Futsal richtig Spaß gewinnen. Und dafür sorgte auch Zagreb Dortmund. Die Auftaktpartie eine wirklich gute. Am Ende stand ein 7:4 für Unna. Übrigens, aufsteigen in die Regionalliga kann im April nur eines von 19 Teams. Es wird eine Playoff-Runde mit den beiden Besten jeder Staffel geben. Ja, unser Ziel ist natürlich, die Liga zu gewinnen. Aber ich glaube, wir sind da, um Spaß zu haben. Und dass wir alle unsere Freunde spielen in unserer Mannschaft. Und wenn der Erfolg dann wieder da ist wie vor 4 Jahren, dann ist alles optimal. Futsal in Westfalen auf dem richtigen Weg. Für Kroaten eine längst überfällige Entwicklung. Sie kennen Futsal aus der Heimat als Volkssport und sind froh über die neue Liga. Wir haben uns letztes Jahr schon erkundigt und haben uns direkt auch angemeldet und direkt informiert, wie das geht. Mit den Spielern gesprochen, wer Interesse hätte. Leider haben wir noch keine Sponsoren, keine große Unterstützung in Dortmund, weil Futsal noch im Schatten vom Fußball ist. Aber ich hoffe mal, dass wir jetzt durch die ganze Medienpräsenz und durch unsere Leistung auch etwas bewegen können. Leistung bringen wollten alle an diesem ersten Spieltag, an dem Münster 2 spielfrei war. Das Team aus Lüdenscheid startete stark in die Saison. Spielertrainer Alexander Niedergesäß fand die richtigen Worte und den Plan, um Westfalia Hagen mit 6:4 zu schlagen. Als es darauf ankam, Lüdenscheid besser. Wir in unserem Gründungsjahr, wir haben uns im April gegründet und wir sind natürlich super happy, dass wir jetzt unseren ersten Sieg hatten. Vor allen Dingen, weil wir gegen die schon zweimal in Testspielen verloren haben. Heute haben wir es denen nochmal zurückgezeigt und die Revanche nehmen können. Ernüchterung bei den ebenfalls neu zusammengekommenen Westfalen aus Hagen. Talent und Wille blitzten ab und an auf. Hoffnung macht, dass die Saison noch lang ist. Darin sieht der sportliche Leiter aber auch eine gewisse Gefahr für das neu gestartete Westfalen-Liga-Konstrukt. Also wünschen sich alle, dass es so weitergeht, wie es in Unna begonnen hat. Sehenswert und erfolgreich. Man hat die Angst, dass das vielleicht
die Euphorie, die Anfangseuphorie da ist. Ich habe vorhin Gespräche gehört. Also dass das über die ganze Saison, über das ganze Jahr auch positiv angenommen wird. Ja? Dieser positive Trend, der im Augenblick mit 19 Mannschaften zu spüren ist. Tabellenführer in der Weststaffel ist übrigens Lengerich nach einem 9:1 Erfolg gegen Soest. Wer ab sofort mehr erfahren will über die Westfalenliga, der ist willkommen, die neue Homepage zu besuchen. Der Besuch des ersten Spieltags hat sich schon mal gelohnt. Die selbstbewusste Aussage dieses weiteren neuen Logos ist eindeutig und in Unna mit Leben gefüllt worden.